Damals hatten unsere Vorurteile, damals in der Steinzeit, ihre existenzielle Daseinsberechtigung. Sie waren überlebensnotwendig. Heutzutage leben wir allerdings nicht mehr in der Steinzeit. Zumindest die meisten von uns nicht. Wenn wir einen Blick auf dieses Bild hier werfen, dann ist die allererste Assoziation, die den wohl allermeisten von uns in den Sinn kommt, nicht, dass es sich um eine Gruppe von Elite-Studenten der Universität Harvard handeln könnte. Bei diesem Mann hier würden ebenso wohl die wenigsten vermuten, dass er ein renommierter Sozialpädagoge ist. Und wer diese Frau hier nicht kennt, der käme wohl auch nicht auf die Idee, dass sie die CTO von OpenAI ist, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Wenn wir Menschen begegnen, dann machen wir uns innerhalb von Sekunden unser erstes Bild. Wir wissen oftmals schon sehr schnell, ob wir jemanden sympathisch finden oder unsympathisch, ob wir jemanden über den Weg trauen oder ob wir das nicht tun. Und vor allem meinen wir auch schon sehr, sehr schnell zu wissen, in welcher Schublade wir jemanden verorten können. Und wir können tatsächlich nicht mal was dafür, dass wir so ticken. Denn dieses Schubladendenken, das ist evolutionär bedingt ganz tief in uns verankert. Denn wenn unseren Vorfahren früher ein Säbelzahntiger über den Weg lief, dann überlegten sie ja im Idealfall auch nicht so lang, ob sie es mit einem menschenfreundlichen Exemplar zu tun hatten. Nein, sie nahmen idealerweise ihre Beine in die Hand und liefen so schnell sie konnten um ihr Leben. Damals hatten unsere Vorurteile, damals in der Steinzeit, ihre existenzielle Daseinsberechtigung. Sie waren überlebensnotwendig. Heutzutage leben wir allerdings nicht mehr in der Steinzeit. Zumindest die meisten von uns nicht. Dennoch arbeitet unser Hirn auch heute noch ressourcenschonend, um Menschen, die uns potenziell gefährlich werden könnten, zu erkennen. In dem Zuge lernen wir schon von klein auf, Menschen zu kategorisieren, sie sozialen Gruppen zuzuteilen und diese sozialen Gruppen wiederum mit gewissen Attributen in Verbindung zu setzen, so wie zum Beispiel Männern, Frauen, alten Menschen, jungen Menschen oder Menschen unterschiedlicher Nationalitäten oder Religion. Was sich jetzt erstmal relativ harmlos anhört, ist allerdings der allererste Schritt dafür, dass sich auch gefährliche Vorurteile etablieren können. Denn wir kennen zum Beispiel nicht die Klischees, dass alle Blondinen dumm sind. Oder dass Frauen nicht Auto fahren können, geschweige denn einparken. Oder dass alle Hartz-IV-Empfänger faul sind. Diese Vorurteile sind nicht nur abwertend, sondern können für Menschen auch reelle Benachteiligungen in ihrem Leben zur Folge haben. So stellten Studien zum Beispiel fest, dass Kinder, die Kevin oder Chantal heißen, von Lehrkräften schlechter benotet werden und auch viel häufiger mit Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht werden, als Kinder, die Alexander oder Sophie heißen. Und das gänzlich unabhängig von der tatsächlichen Leistung oder dem tatsächlichen Verhalten dieser Kinder. Ebenso wurde festgestellt, dass Männer mit einem türkischen Vornamen es erheblich schwerer haben, eine Mitfahrgelegenheit zu finden, als Männer mit einem klassischen deutschen Namen. So fahren die allermeisten von uns also lieber mit einem Johannes Schmidt als mit einem Ali Yilmaz mit. Und das ohne sonst jegliche Informationen über diese beiden Herren vorliegen zu haben. Ausländische Namen sind generell nicht so wirklich von Vorteil, denn sie verringern auch die Chance, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden oder eine Wohnung zu bekommen, erheblich. Diese Vorurteile machen auch vor der Arbeitswelt keinen Halt.
Auch dort wimmelt es nur so vor Schubladen. Sei es der ewig gestrige alte weiße Mann, der um jeden Preis das Patriarchat aufrechterhalten will. Oder die pauschal unfähige Quotenfrau, die nur ihres Geschlechtes wegen eingestellt wurde. Oder auch die Rabenmutter, die für ihren Job ihre eigenen Kinder vernachlässigt. Schubladen und Vorurteile gibt es echt viele. Wenn wir sie bekämpfen wollen, müssen wir zunächst eines tun. Wir müssen erstmal akzeptieren, dass wir sie haben, dass wir sie alle haben. Und danach müssen wir versuchen, möglichst viel Wissen über sie zu gewinnen. Und genau deswegen würde ich heute gerne einen Blick auf einige sehr spannende Arten von unconscious bias, unbewusster Voreingenommenheit, im Kontext der Arbeitswelt werfen. Und beginnen würde ich gerne mit dem sogenannten Affinity Bias. Dem Prinzip, dass wir Menschen uns liebend gerne mit anderen Menschen umgeben, die uns selbst ähneln. Frei nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern. Und übertragen auf Bewerbungsprozesse ist die Konsequenz hierbei, dass Führungskräfte sehr gerne kleine Abbilder von sich selbst einstellen. Menschen, mit denen sie sich identifizieren können. Und jetzt seid ihr doch mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von euch hier hat denn schon mal ein Mini-Me eingestellt? Hebt gerne mal kurz die Hand. Also ich sehe hier einige Hände und ich bin echt ehrlich, auch ich habe schon Mini-Mes eingestellt und offen gesagt nicht nur ein oder zwei. Und offen gesagt bin ich der Meinung, dass man Menschen dieses Verhalten zunächst auch gar nicht mal so groß vorwerfen kann. Denn auch wenn wir es gerne nach außen hin anders hätten, aber diverse Teams sind verdammt unbequem. Wenn ich ein Team habe, das aus lauter Mini-Anahitas besteht, wo alle genauso ticken wie ich, wo alle genauso denken wie ich, dann laufe ich doch viel, viel seltener in Konflikte. Dann feiern wir uns alle den ganzen Tag doch gegenseitig. Aber jetzt kommt die Krux. In einem Team aus Gleichgesinnten gibt es zwar viel mehr Harmonie und auch ein Konsens ist viel schneller gefunden, aber in einem solchen Team ist auch die Chance viel höher, wichtige Chancen und Entwicklungen zu übersehen. Und genauso Schwächen und Defizite im Prozess. Unternehmen, die also nicht gegen Affinity Bias vorgehen in ihren Strukturen, leben mit der Gefahr, ganz, ganz viel Innovationspotenzial einzubüßen. Ein außerdem sehr, sehr spannender Bias, der ziemlich gefährlich ist, ist der sogenannte Conformity Bias. Dieser beschreibt nichts anderes als das Prinzip, dass wir Menschen unsere eigenen Sicht- und Verhaltensweisen sehr gerne an das Gruppenkollektiv anpassen. Und das auch dann tun, wenn diese gar nicht unsere eigene originäre Meinung widerspiegeln. Wieso tun wir Menschen das? Die Antwort darauf ist relativ simpel. Wir sind soziale Wesen. Wir haben das natürliche Bedürfnis, dazuzugehören. Wir haben Angst, ausgeschlossen zu werden. Was sich jetzt erstmal ziemlich nachvollziehbar anhört, kann allerdings ziemlich gefährliche Konsequenzen haben. Sei es im Kleinen, zum Beispiel an Schulen, wenn Kinder Mobbing an ihren Mitschülern und Mitschülerinnen mitmachen oder wegsehen, um dazuzugehören oder selber nicht zum Opfer zu werden. Oder auch in Großen, in Form von Kriegsverbrechen, wenn Menschen genau dasselbe tun wie Kinder an Schulhöfen, mitmachen oder wegsehen. Übertragen auf den Unternehmenskontext sorgt Conformity Bias dafür, dass sich toxische Strukturen sehr, sehr leicht etablieren können. Wir alle kennen Unternehmen, in denen eine sogenannte Hustle-Culture vorherrscht, in denen es absolut abgefeiert wird, möglichst 24 Stunden zu arbeiten und dabei auf Grundbedürfnisse zu verzichten, sowie Schlaf oder soziale Kontakte oder sogar Essen. Wenn jetzt aber in einem Unternehmen von der Mehrheit dieses Verhalten gelebt wird und nach außen hin gefeiert wird, ist es für Einzelne viel, viel schwieriger, da nicht mitzumachen oder gar Kritik dagegen zu üben.
Conformity Bias sorgt außerdem auch dafür, dass sich diskriminierende Strukturen sehr leicht etablieren können. Ich saß selber letztens beim Essen mit einer größeren Gruppe und Teil dieser Gruppe war auch ein Herr, der sich lautstark darüber aufregte, dass man heutzutage gar keine Ausländerwitze mehr machen darf. Und er selber erzählte dann ganz, ganz stolz, dass bei ihm im Unternehmen ja alle diese Ausländerwitze machen und sogar die Handvoll Ausländer, die dort in dem Betrieb arbeiten, selber über diese Witze lachen würden. Und in der Folge resümierte er dann ganz, ganz stolz, dass es ja dann wohl nicht so schlimm sein kann. Was ihm leider nicht in den Sinn kam, war, dass es als Minderheit verdammt schwierig ist, gegen ein solches Verhalten vorzugehen. Vor allem, wenn dieses Verhalten offensichtlich von dem ganzen Unternehmen mitgemacht wird und befürwortet wird. Mir fällt immer wieder auf, dass es Menschen sind, wie genau dieser Herr, die selber noch nie in ihrem Leben Diskriminierung erfahren haben, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrer körperlichen Fähigkeiten oder was auch immer, die gar nicht wissen, wie sich Diskriminierung anfühlt und deswegen in der Konsequenz das Ganze einfach kleinreden wollen oder sogar komplett wegreden. Die Konsequenz für Unternehmen ist übrigens, dass sich Menschen, die sich mit so einer Kultur nicht wohlfühlen, sowas sich in der Regel nicht lange anschauen, sondern sich dazu entscheiden zu gehen, auf kurz oder lang. Und in der Folge verlieren Unternehmen dann genau diese Menschen, die überhaupt in der Lage wären, ihre toxischen Strukturen zu transformieren. Ein Phänomen, das ihr auch unbedingt kennen müsst, ist der sogenannte Halo-Effekt. In dem Fall genügt ein einziges Merkmal, was wir an unserem Gegenüber besonders positiv finden, dafür, dass wir einen ganzheitlichen positiven Eindruck von diesem Menschen bekommen. Und in der Folge diesen Menschen ganz, ganz großartig finden und die Schwächen dieser Person eher ausblenden. Dafür reicht es schon, Alexander oder Sophie zu heißen, um im Kindergarten von Erziehern und Erzieherinnen besser behandelt zu werden. Oder attraktive Bedienungen, ein ganz klassisches Beispiel, die mehr Trinkgeld bekommen nachweislich. Mir selber fällt der Halo-Effekt übrigens immer wieder auf, wenn ich in einem Business-Kostüm im Zug sitze oder im Restaurant und dann auf einmal viel, viel aufmerksamer und respektvoller behandelt werde, als wenn ich mit einem Hoodie dort sitze. Der Halo-Effekt hat außerdem zur Konsequenz, dass Teammitglieder, die eine einzige Eigenschaft haben, die ihre Führungskraft besonders toll findet, zum Beispiel diese Menschen sind besonders kommunikationsstark, ganzheitlich als positiv wahrgenommen werden und bessere Leistungsbewertungen bekommen. Auf sehr unfaire Art und Weise zeigt sich der Halo-Effekt übrigens auch darin, dass Menschen, die eine sehr renommierte Brand, also ein sehr bekanntes Unternehmen oder eine sehr renommierte Uni in ihrem Lebenslauf haben, viel, viel höhere Chancen haben, Positionen zu bekommen, als Menschen, denen das fehlt. Und das wohlgemerkt, gänzlich unabhängig davon, ob diese Menschen auch tatsächlich mehr auf dem Kasten haben und die besten Personen sind für diese Position. Das Gegenteil vom Halo-Effekt ist der sogenannte Horn-Effekt. In dem Fall reicht ein einziges Merkmal, das wir als negativ wahrnehmen, dafür, dass wir einen ganzheitlich negativen Eindruck einer Person gewinnen. Und ich finde, dass sich der Horn-Effekt sehr plastisch am Beispiel von Dating-Apps beschreiben lässt, wo manchmal ein einziges Foto einer Person, das wir irgendwie komisch finden, genügt, dafür, dass wir die Person sofort wegswipen, uns die ernsten Fotos gar nicht erst ansehen und diesen Menschen gar nicht erst kennenlernen wollen. Der Horn-Effekt hat aber nicht nur auf unser Dating-Verhalten ziemlich große Konsequenzen, sondern auch im Alltag von Personen. So werden nicht weiße Menschen viel öfter von der Polizei aufgehalten und schaffen es viel seltener, Eintritt zu Clubs zu gelangen. Oder auch dicke Menschen, die nachgewiesenermaßen von Ärzten und Ärztinnen mit ihren Beschwerden nach Hause geschickt werden, weil sie seltener ernst genommen werden. Es passiert super oft, dass ihre Beschwerden einfach pauschal ihrem Gewicht zugeschrieben werden. Auch wenn die Beschwerden damit gar nichts zu tun haben. Mit teils lebensgefährlichen Konsequenzen. Der Horn-Effekt zeigt sich
ganz konkret darin, dass auch introvertierte Menschen nachweislich öfter negative Leistungsbewertungen bekommen, weil ihre Introversion, ihre zurückhaltende Art fälschlicherweise mit fehlendem Engagement gleichgesetzt wird. Wie ihr seht, können unsere Vorurteile in der Arbeitswelt damit ziemlich verheerende Konsequenzen haben. Sie sorgen dafür, dass Menschen Positionen bekommen, die sie gar nicht verdienen. Und wiederum sorgen sie dafür, dass Menschen Positionen nicht bekommen, für die sie der absolut beste Fit wären. Unsere Vorurteile sorgen dafür, dass sich immer homogenere Strukturen bilden, dass sich Menschen nicht mehr wohlfühlen im Arbeitsumfeld und dieses Arbeitsumfeld dann auf kurz oder lang verlassen. Jetzt ist es aber ja heutzutage so, dass es den allermeisten von uns sehr, sehr wichtig ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo wir uns mit der Kultur identifizieren können. Den allermeisten von uns ist es sehr wichtig, dass ein Unternehmen divers ist. Und das haben Unternehmen inzwischen verstanden. Es gibt also kaum ein Unternehmen, das sich nach außen hin nicht als divers und inklusiv brandet. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ein Unternehmen sich nach außen hin divers brandet und das nach innen hin gar nicht lebt, dann ist es heutzutage sehr, sehr einfach, mit wenigen Mausklicks einfach zu überprüfen, ob an diesen Lippenbekenntnissen, an dieser Fassade was dran ist oder nicht. Und wenn an dieser Fassade nichts dran ist, dann kann das in der aktuellen Arbeitsmarktsituation für Unternehmen ziemlich böse enden. Wir befinden uns in Zeiten des sich stetig zuspitzenden Fachkräftemangels. Die Babyboomer-Generation geht in Rente und wird eine klaffende Lücke auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. In der Konsequenz können es sich Unternehmen also faktisch nicht mehr leisten, nicht gegen ihr Schubladendenken vorzugehen. Vorurteile sind damit ein Luxus, den sich Unternehmen schon lange nicht mehr leisten können. Und weil das so ist, sollten wir uns aus meiner Sicht viel intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Viel, viel intensiver, als wir das aktuell tun. Und ich kann von mir nur sagen, dass ich mich in den letzten Monaten verdammt intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe mich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass sogar ein Buch dabei rausgekommen ist. Und ich freue mich unfassbar, euch heute endlich davon erzählen zu können. Und danke euch. Und für mich ist das nicht nur irgendein Buch. Ich verfolge mit jeder geschriebenen Zeile eine klare Mission. Ich will, dass wir Debatten führen über unsere Vorurteile und vor allem über die Konsequenzen von Diskriminierung. Ich will, dass wir über Privilegien sprechen und dass vor allem privilegierte Menschen anfangen, ihre Privilegien zu hinterfragen. Ich will, dass wir alle anfangen, unsere Schubladen zu reflektieren und auszumisten. Ich will eine Bewegung starten für eine Arbeitswelt, in der wir einander mit Respekt und mit Offenheit begegnen. Und vor allem für eine Arbeitswelt, in der wir unsere Unterschiede endlich feiern und nicht fürchten. Danke euch.